Ich bin die Julia, ich bin seit 2 Jahren beim Funke mittlerweile und ich werde euch heute was zur Pariser Kommune erzählen. Und zwar nicht nur deshalb, weil die Kommune jetzt sich zum 150. Mal jährt im März, sondern auch, weil die Frauen eine ganz zentrale Rolle gespielt haben im Aufbau von diesem neuen Arbeiterstaat vor 150 Jahren. Die Pariser Kommune war also sozusagen der erste Versuch, eine Diktatur des Proletariats zu errichten. Das heißt, die Arbeiterinnen und Arbeiter haben zum ersten Mal die Regierungsgewalt ergriffen und haben begonnen, die Gesellschaft nach ihren eigenen Vorstellungen zu formen. Die Kommune hat sich insgesamt 72 Tage an der Macht halten können. In der letzten Maiwoche 1871 wurde sie blutig niedergeschlagen. 20 Jahre zuvor hat der Louis Bonaparte, also später bekannt als Napoleon III., beim Staatsstreich von 1851 die Macht ergriffen. Dieser Staatsstreich folgte auf die blutige Niederschlagung der Pariser Arbeiterschaft im Juni 1848. Diese Niederschlagung des Juni-Aufstandes hat damals die reaktionäre Konterrevolution in ganz Europa eingeleitet. Am Anfang schien dieses bonapartistische System sehr stabil. Die Arbeiterschaft war damals geschlagen, ihre Organisationen waren verboten. Aber in den späten 1860er Jahren war das Regime dann mit dem Ende des wirtschaftlichen Aufschwungs infolge des Krieges auf der Krim, in Mexiko, in Italien und mit dem Wiederaufleben der politischen Clubs und der Arbeiterorganisationen geschwächt. Und wie so oft in der Geschichte, wenn das Regime geschwächt ist, greift es zum Mittel des Krieges, weil ein schneller militärischer Sieg das Regime nach innen und nach außen wieder stabilisieren, wieder stärken soll. Und der Napoleon hat dann den Preußen unter Bismarck im Juli 1870 den Krieg erklärt. Er hat versprochen, dass der Krieg territoriale Gewinne bringen würde und dass die Finanz- und Wirtschaftskrise auf diesem Weg überwunden werden kann. Der Marx hat damals diese Kriegserklärung heftig verurteilt. Er hat in einem Manifest geschrieben, dass die letzte Stunde des Zweiten Kaiserreichs geschlagen habe, und zwar egal, welche Seite den Krieg dann letztendlich gewinnen wird. Schon 6 Wochen später, am 2. September 1870, wurde die französische Armee bei Sedan geschlagen. Napoleon III. Wurde festgenommen. Und 2 Tage später wurde in Paris die Republik ausgerufen. Noch heute ist ein Ausspruch in Frankreich gängig, der an den Krieg erinnert. Der geht so: Sapleu comme à Graflotte, also das heißt so viel wie es regnet oder es hagelt in Graflotte. Und Graflotte, das war eine Stadt, wo eine sehr verlustreiche Schlacht stattgefunden hat, bei der unzählige französische Soldaten getötet worden sind. Und aufgrund der patriotischen Stimmung damals hat sich dieser Ausspruch auch wirklich im nationalen Bewusstsein verankern können. Die neue bürgerliche Regierung, die sogenannte Regierung der nationalen Verteidigung, die nach der Ausrufung der Republik gebildet worden war, hat den Krieg gegen die Preußen fortgesetzt. Das entsprach eben auch der patriotischen Stimmung im Land und auch in Paris. Und die Regierung hat dementsprechend auf die Unterstützung von breiten Teilen der Bevölkerung auch zählen können. Über den gesamten Winter 1870-71 wurde Paris von deutschen Truppen belagert. Die Stadt war de facto von der Außenwelt abgeschnitten und in der Folge sind die Preise gestiegen. Es haben sich lange Schlangen gebildet vor solchen Essensausgabestellen, wo die Frauen wirklich buchstäblich um das Brot gekämpft haben. Und dieses Brot war einfach graues Kleiebrot, das mit Stroh und Papier vermischt worden ist. Also die Hungersnot war extrem. Und diese Situation hat auch das Fundament gelegt für die Militanz und die Radikalität der Frauen in Paris, die in der Kommune dann später in vielfacher Hinsicht führend in Erscheinung treten sollten. Und diese Situation hat aber auch schon dazu geführt, dass die Leute im Sinne der Selbsthilfe selbst Organisationen sich geschaffen haben. Es sind zum Beispiel viele Volksküchen in Paris entstanden, sogenannte Marmites, also Kochtöpfe. Die haben auch das Zentrum gebildet der französischen Sektionen der Internationale. Die erste Internationale, vielleicht kurz zur Erklärung,
war ein Zusammenschluss der europäischen Arbeiterbewegungen, die insbesondere unter dem Einfluss von Marx und Engels standen, aber auch damals unter dem Einfluss des Anarchisten Bakunin. Die Lebensbedingungen waren also wirklich elend, vor allem für Arbeiterinnen auch, nämlich schon vor der Belagerung. Frauen haben damals im Durchschnitt 13 Stunden am Tag gearbeitet, 6 Tage die Woche. Trotzdem hat der Lohn meistens nicht ausgereicht, um die Lebenshaltungskosten zu decken, selbst wenn man den Lohn des Mannes dazugerechnet hat. Und man muss dazu sagen, viele Männer sind ja auch infolge des Deutsch-Französischen Krieges gestorben. Und die Armut hat viele Frauen dann auch in die Prostitution getrieben. Diese sogenannte Regierung der nationalen Verteidigung ist schon im Herbst in Geheimverhandlungen mit Bismarck eingetreten. Und als diese Kapitulationsabsichten dann an die Öffentlichkeit kamen, wurde die Regierung, deren einziger Existenzzweck ja war, die nationale Verteidigung, wurde diese Regierung dann bezeichnet als Regierung des nationalen Verrats. Und Ende Januar 1871 wurde dann tatsächlich ein Waffenstillstand vereinbart, der die Wahl einer Nationalversammlung Anfang Februar vorgesehen hat. Diese Wahl Anfang Februar hat dann eine Mehrheit erbracht für monarchistische und bürgerlich-konservative Kräfte. Die Pariser und Pariserinnen waren über dieses Ergebnis wirklich empört. Von 675 Abgeordneten waren nicht weniger als 400 Kaisertreue und Bürgerliche. Und Regierungschef wurde Adolphe Thiers. Das war Befürworter der konstitutionellen Monarchie. Und dieser Adolphe Thiers hatte sich dann gleich zur Aufgabe gemacht, Frieden zu schließen und Paris zu zügeln, weil er befürchtet hat, zu Recht, dass sich die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht auf diesen Pakt mit den Deutschen einlassen würden. Und am 1. März hat Thiers dann den Vorfrieden unterzeichnet, in dem neben einer astronomischen Reparationszahlung, also das war eine unglaubliche Summe, die Abtretung auch Elsass-Lothringens an Deutschland besiegelt wurde. Außerdem ist damals bekannt geworden, was natürlich den Ärger in der Bevölkerung massiv geschürt hat, dass die Regierung geplant hat, die Schulden einzutreiben und die Logierungen vorzunehmen, wenn die Leute ihre Miete nicht bezahlen würden. Das hätte aber dazu geführt, dass 40.000 Personen bankrott gegangen wären und dass die Hälfte der Pariser Bevölkerung auf der Straße gelandet wäre. Außerdem hat die Regierung die Besoldung der Nationalgarde eingestellt, hat also die Löhne der Nationalgardisten zurückbehalten. Und diese Nationalgarde, das war sozusagen die Bürgermiliz in Paris, die wurde von der Regierung schon im Herbst, im September 1870, zur Verteidigung von Paris gegen die deutschen Truppen reorganisiert. Die Nationalgarde ist bis dahin nur Mitgliedern aus den Reihen des wohlhabenden Bürgertums offen gestanden. Und jetzt, also im Herbst 1870, sind zum ersten Mal auch Arbeiter und Arbeitslose in die Regimenter eingegliedert worden. Die Nationalgardisten haben daraufhin, also wenig später, dann die Offiziere abgesetzt und aus ihren eigenen Reihen Kommandanten gewählt und haben sich auch mit dem Zentralkomitee der Nationalgarde ein eigenes politisches Leitungsgremium geschaffen. Und diesem Leitungsgremium haben auch 4 Mitglieder der Internationale angehört. Darunter war auch der Buchbinder Eugène Warleur. Jedenfalls war in Paris mit der Umstrukturierung der Nationalgarde sowas wie die Grundform einer Volksarmee entstanden und mit ihr eine faktische Doppelherrschaft. Auf der einen Seite war die französische Regierung und auf der anderen Seite die Nationalgarde. Diese Nationalgarde umfasste 150.000 Mann, war fest in der Arbeiterschaft verankert, weil sie ja geöffnet wurde für Arbeiter, und sie war demokratisch organisiert und bis an die Zähne bewaffnet. Damit war sie auch die Triebfeder der revolutionären Bewegung. Aus diesem Grund hat der Thiers versucht, die Nationalgarde zu entwaffnen. In den frühen Morgenstunden des 18. März sind Regierungstruppen im Bezirk Montmartre, das war Arbeiterbezirk, aufmarschiert, um die Kanonen aus der Stadt zu bringen. Die Bevölkerung hat sich dagegen aber gewehrt. Nach ihrem Verständnis waren diese Waffen Eigentum der Stadt Paris, und das war es auch tatsächlich, weil
Die Waffen sind sogar mit Spenden finanziert worden, also das war Eigentum der Nationalgarde. Und deshalb haben sie sich gewehrt. Der Historiker und der Kommunarde Lisa Garay schreibt in seiner Geschichte der Kommune: Die Frauen gingen voran. Die Frauen vom 18. März waren durch die Belagerung gestählt. Sie hatten eine doppelte Portion des Elends zu tragen gehabt und warteten nicht auf ihre Männer. Sie umringten die Mitrailleusen und sprachen auf die Geschützführer ein. Also diese Frauen, die sind halt früh morgens die ersten auf der Straße gewesen und haben den Soldaten deutlich gemacht, dass sie nicht gegen ihre eigenen Leute handeln sollen. Und daraufhin haben auch tatsächlich die Soldaten die Seite gewechselt, als dann zwei Generäle befohlen haben, sie sollen doch in die Menge schießen, sie sollen auf die Frauen, die Kinder, die Männer schießen, wurden sie verhaftet und wenig später von den eigenen Leuten auch erschossen. Ein Korrespondent der Londoner Times soll angesichts der Radikalität dieser Frauen auch gesagt haben oder geschrieben haben dann nach dem 18. März: Wenn die französische Nation nur aus Frauen bestünde, was wäre das für eine schreckliche Nation? Also der Schreck, der saß offensichtlich sehr tief, aber auch das Pariser Proletariat war förmlich erschrocken, als es dann plötzlich die ganze Macht in den Händen hielt. Der Benoît Malon, das war ebenfalls ein Kommunarde, der hat dann geschrieben: Niemals hat eine Revolution die Revolutionäre so überrascht. Die Machtübernahme am 18. März war also keine bewusste Aktion, das war keine vorbereitete, planmäßige Eroberung der Macht, sondern es war die Folge des Rückzuges der Gegner aus Paris. Das heißt, die haben ein Machtvakuum hinterlassen und das musste irgendwie gefüllt werden. Die hohen Beamten, der Klerus, das Großbürgertum, die sind ungehindert aus der Stadt geflohen, konnten daher auch in Versailles, wohin sie geflohen sind, ihre Kräfte konzentrieren. Und von diesem Moment an beherrschten die Arbeiter und Arbeiterinnen in Paris die Situation. Am Abend hat sich dann die Nachricht verbreitet, dass das Stadthaus und die Polizeipräfektur geräumt wurden und die Nationalgarde ist daraufhin in das Stadthaus eingezogen, hat Polizeiposten besetzt und Ministerien. Und ja, damit ist der Führung der Nationalgarde nicht nur die militärische, sondern auch die politische Schlüsselrolle zugefallen. Drei Tage nach dieser Machtergreifung hat die Nationalgarde dann proklamiert, Zitat: Das Proletariat von Paris hat angesichts der Unfähigkeit und des Verrats der herrschenden Klassen begriffen, dass die Stunde gekommen ist, in der es die Lage dadurch retten muss, dass es die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in seine eigenen Hände nimmt. Es hat begriffen, dass es seine höchste Pflicht und sein absolutes Recht ist, sich zu Herrn seines eigenen Geschicks zu machen und die Regierungsgewalt zu ergreifen. In den folgenden Tagen und Wochen hat dann diese revolutionäre Bewegung den bürgerlichen Staatsapparat durch eigene Organe ersetzt. Der bürgerliche Staat, den Lenin ja bezeichnet hat als eine besondere Gewalt zur Unterdrückung einer bestimmten Klasse, musste weichen. Also an die Stelle des bürgerlichen Staatsapparates ist die Selbstregierung der Pariser Arbeiterschaft getreten. Wie hat diese Selbstregierung ausgeschaut? Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten. Und der Marx schreibt, sie waren verantwortlich und jederzeit abwählbar. Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zur gleichen Zeit. Das heißt, die Trennung von Legislative und Exekutive wurde aufgehoben. Es wurden noch weitere ganz zentrale Maßnahmen ergriffen. Also das stehende Heer wurde abgeschafft und ersetzt durch die vollständige Volksbewaffnung. Die monarchistische Polizei wurde aufgelöst und ersetzt durch die Nationalgarde. Das Prinzip, dass jede Position wählbar und abwählbar ist und dass es eine Verantwortlichkeit gibt, also eine Rechenschaftspflicht, hat sich durchgezogen in der Kommune. Also das hat Gerichtsorgane genauso betroffen wie beamtete Personen der Kommune. Der öffentliche Dienst, also vor allem das Berufsbeamtentum, musste für Arbeiterlohn besorgt werden. Also auch die Funktionsträger der Kommune haben nicht mehr bekommen als ein qualifizierter Arbeiter. Ja, und das sind sozusagen die wichtigsten Merkmale eines sozialistischen Arbeiterstaats, kann man sagen.
Und diese Merkmale hat Marx zusammengetragen nach den Erfahrungen der Kommune und hat diese Erfahrungen also zum ersten Mal auch verallgemeinern können. Darüber hinaus hat die Kommune auch die Kleinbürger und Kleinbürgerinnen auf ihre Seite gezogen, also Handwerker, Kleinhändler, Werkstattenbesitzer und so weiter, die selbst durch die Politik der Monarchisten an den Rand des Ruins getrieben worden sind. Und also, dass das gelungen ist, dass die Kleinbürger die Seite gewechselt haben sozusagen zum Proletariat, war vor allem zwei Maßnahmen geschuldet, die der Marx dann auch als meisterhafte Schläge bezeichnet hat. Nämlich einerseits wurde Leihhäusern die Versteigerung von Pfandgegenständen verboten. Diese Pfandgegenstände sind einfach unentgeltlich zurückgegeben worden. Und es sind die Zahlungspflichten ausgesetzt worden, also fällige Zinsen, Schuldverschreibungen, Wohnungsmieten, das ist einfach ausgesetzt worden. Zu den ökonomischen Reformen der Kommune zählten vor allem die Kontrolle der Löhne, die Übergabe von verlassenen Werkstätten und Fabriken an Arbeitergenossenschaften. Also viele Kapitalisten sind natürlich nach Versailles geflohen auch und haben leere Werkstätten hinterlassen. Und die Kommune hat 1 Million Francs genommen und an die Ärmsten verteilt, um die schlimmste Not zu lindern. Es wurde außerdem ein Verbot der Nachtarbeit von Bäckern verhängt und Geldstrafen, Abzüge bei Löhnen und sowas ist verboten worden. Und auch noch ein ziemlich genialer Streich, leerstehende Wohnungen sind beschlagnahmt worden und Bedürftigen zugewiesen worden. Im Bereich der Kultur- und Aufklärungsarbeit ist auch einiges passiert. Also das Wichtigste war die Trennung von Staat und Kirche. Kirchensteuern sind abgeschafft worden, Kirchen wurden auch aufgelöst und enteignet, insofern sie Besitzer der Körperschaften waren. Eine Schulreform hat eine säkulare und kostenlose Schulbildung für alle Kinder ermöglicht und es wurden so Arbeiterbildungseinrichtungen errichtet. Im Mai wurde dann noch die Vendôme-Säule gestürzt. Das war sozusagen ein monarchistisches Kriegerdenkmal mit dem Standbild von Napoleon an der Spitze. Es war ein Symbol des Militarismus. Und für die Demolierung dieser Säule hat sich der Gustave Courbet eingesetzt. Das war ein Sozialist und ein früher Vertreter des Realismus in der Malerei. Und derselbe Courbet hat auch den Vorsitz geführt von einer Versammlung Anfang April. Da haben 400 Künstlerinnen und Künstler und Kunsthandwerker teilgenommen, Maler, Bildhauer, Stuckateure und so weiter. Die haben sich getroffen und haben dort diskutiert, Forderungen aufgestellt. Und die wichtigsten beiden Forderungen waren einerseits, dass die Künstler ihre Interessen selbst verwalten sollen. Dazu haben sie eine Föderation organisiert. Und Kunst sollte nicht mehr dem Staat und den Wohlhabenden vorbehalten sein. Das heißt, Kunst sollte entprivatisiert werden, vollständig in den Alltag integriert werden und nicht in privaten Salons versteckt werden oder so, wie das bis dahin gemacht worden ist. Also jeder soll das Recht haben, inmitten von Schönheit zu arbeiten und zu leben. Bei dieser Versammlung ist auch ein Komitee gewählt worden, und zwar nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht. Das heißt, Künstler und Künstlerinnen beiderlei Geschlechts haben wählen dürfen. Die Mitglieder des Komitees waren so wie sonst auch jederzeit abwählbar. Es hat auch einige Maßnahmen gegeben zur Emanzipation der Frau. Einerseits gleicher Lohn für gleiche Arbeit, eine aktuelle Forderung immer noch. Ein Frauenkomitee hat beispielsweise auch die gleiche Entlohnung für Lehrer und Lehrerinnen durchgesetzt. Dann wurden beispielsweise die Sozialleistungen für Ehepartnerinnen auch auf unverheiratete Partnerinnen ausgedehnt. Es gab Unterhaltszahlungen für verletzte Kommunaden und auch für die Frauen und Kinder von getöteten Kommunaden. Nicht-eheliche Kinder wurden Ehelichen gleichgestellt. Eine der ersten Maßnahmen der Kommune war auch die Abschaffung der Prostitution. Später haben sich die Frauen dann auch gegen den Widerstand der militärischen Leitung dafür eingesetzt, dass ehemalige Prostituierte auch bei der Versorgung von den kämpfenden Kommunaden mithelfen dürfen, eingesetzt werden, weil die haben gesagt, uns dürfen nur Krankenpflegerinnen sozusagen berühren mit sauberen Händen und da hat man sich dafür eingesetzt, dass ehemals Prostituierte auch dort Entschuldigung, mitarbeiten dürfen. Diese Maßnahmen waren wirklich revolutionär zur damaligen Zeit. Die französische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
aber auch die französische Arbeiterbewegung war durchsetzt mit frauenfeindlichen Ideen vor der Commune. Proudhon, der die Arbeiterbewegung damals wesentlich beeinflusst hat und einer der wichtigsten Ideengeber für den Anarchismus war, hat die Frauen schlicht klassifiziert als, Zitat, Hausfrauen oder Huren. Frauen dürften aber keinesfalls irgendwie als Teil der Werktätigen anerkannt werden. Er hat dann auch Studien veröffentlicht, die beweisen sollen, dass Frauen körperlich, geistig, moralisch irgendwie minderwertig seien und außer der Kindererziehung nichts zum Produktionsprozess beizutragen hätten. Diese Einstellung hat dazu geführt, dass die französische Sektion der Ersten Internationale eben vor der Ausrufung der Commune, muss man dazu sagen, gefordert hat, dass Frauen nicht mehr der Lohnarbeit nachgehen dürfen. Das hat mit den Ideen von Marx und Engels allerdings nichts zu tun gehabt. Die haben das Recht der Frauen auf Arbeit verteidigt. Auch der schon erwähnte Eugène Valeur hat auf der Linie von Marx und Engels argumentiert. Und nach der Niederschlagung der Commune hat der Marx sogar mit Verweis auf die aktive Beteiligung der Frauen am Kampf auf den Barrikaden auch die Bildung von weiblichen Sektionen gefordert. Die Maßnahmen der Commune zur Befreiung der Frau blieben jedenfalls nicht bei der Verabschiedung von diesen Gesetzen und Maßnahmen stehen. Die Frauen haben sich auch wirklich aktiv eingebracht, sie haben sich organisiert, sie haben mitdiskutiert. Sie waren also nicht nur als Marketenderinnen und als Krankenpflegerinnen für die Versorgung der Kämpfenden zuständig, wie das oft vermittelt wird, sondern sie haben wirklich mitgebaut an der Gesellschaft, die da neu entstanden ist und haben auch selbst mitgekämpft, mit Gewehren in der Hand auf den Barrikaden. Die Lehrerin Louise Michel, die später dann eine Vordenkerin des Anarchismus werden sollte und auch sehr berühmt ist, weil sie halt selbst auch auf den Barrikaden mitgekämpft hat, die Paule Mink, die Anna Chaclard und andere, die waren organisiert im Comité de Vigilance de Montmartre. Das ist das Wachsamkeitskomitee oder Widerstandskomitee von Montmartre. Dieses Komitee hat beispielsweise Volksküchen organisiert. Sie haben Konzepte entworfen für eine Schulreform, haben sie auch umgesetzt. Also damals waren Mädchen in Mädchenschulen, die von Nonnen geleitet worden sind. Und das, also Nonnen sind dann halt nicht mehr zum Unterricht zugelassen gewesen. Dieses Komitee hat beispielsweise auch Krankenpflegerinnen rekrutiert und so weiter. Diese Frauen, die waren auch sehr einfallsreich, wenn es darum ging, irgendwie die Notwendigkeiten umzusetzen. Louise Michel ist zum Beispiel einmal mit einer Freundin daran gegangen, eine neue Krankenstation aufzubauen. Und um die Finanzierung für diese Krankenstation sicherzustellen, gingen sie, wie sie halt erzählt, mit finsteren Gesichtern und selbstgemachten Börsen mit roten Schleifen in die Kirche. Sie haben einen großgewachsenen Nationalgardisten mitgenommen, der ist dann mit aufgestecktem Bajonett irgendwie vorangeschritten und hat das Gewehr immer auf den Boden aufgeschlagen. Und die Michelle schreibt dann in ihren Erinnerungen: Die frommen Frauen schütteten blass vor Angst, zitternd ihr Kleingeld in unsere Spendenbüchsen, manche allerdings gern, alle Pfarrer gaben. Die Ambulanz war gegründet. Also so einfach kann es sein. Viele Frauen sind auch in den politischen Clubs hervorgetreten, wo diskutiert wurde, wo agitiert wurde. Eine dieser Frauen war die Buchbinderin Nathalie Lemel. Das war die führende Frau der Pariser Sektion der Internationale. Die hat sich schon davor als Buchbinderin und als Gewerkschaftsmitglied und Mitglied des Streikkomitees einen Namen gemacht. Im Vorfeld der Commune hat es einige Streiks gegeben. Und eine andere Frau, die in der Commune eine wichtige Rolle eingenommen hat, war Elisabeth Dmitriev. Dmitriev war eine russische Sozialistin und Mitbegründerin der russischen Sektion der Internationale in der Schweiz. Sie war gerade einmal 20 Jahre alt, als sie dann Anfang April 1871 nach Paris gekommen ist. Davor hat sie mehrere Monate in London verbracht, wo sie halt in ständigen Austausch mit Karl Marx und seiner Ehefrau Jenny war. Und unmittelbar nach ihrer Ankunft hat die Elisabeth Dmitriev die Union des Femmes pour la Défense de Paris et les Soins aux Blessés aus dem Boden gestampft. Das ist ein langer Titel. Das heißt so viel wie die Union der Frauen
für die Verteidigung von Paris und die Pflege der Verwundeten. Das erste Treffen von dieser Union fand Anfang April statt, also nachdem Elisabeth Dmitrijew nach Paris gekommen ist. Und die haben halt überall in der Stadt Wandzeitungen ausgehängt und in Pariser Zeitungen Appelle veröffentlicht, dass man sich dort einfinden soll. Und in diesem Appell ist auch dazu aufgefordert worden, dass Frauen den militärischen Kampf ihrer Brüder und Männer unterstützen sollen und auch selbst zur Waffe greifen sollen. Da steht drinnen zum Beispiel, und wenn wir auch keine Gewehre und keine Bajonette haben, so bleiben uns doch die Pflastersteine, um die Verräter zu zermalmen. Also eine sehr, da sieht man einfach, wie radikal die Frauen damals zu diesem Zeitpunkt waren. Bei diesem Treffen ist ein provisorisches Zentralkomitee gewählt worden. Dmitrijew und Lemel und 6 weitere Arbeiterinnen haben diesem Zentralkomitee angehört. Ebenfalls dort waren alle Positionen jederzeit abwählbar. Und die Union des Femmes war auch Mitglied der Ersten Internationale. Das heißt, jedes Mitglied der Union war zugleich Mitglied der Ersten Internationale, musste einen Mitgliedsbeitrag auch abführen. Die Aufgabe der Union war zunächst einmal die Unterstützung der Kommissionen. Also diese Kommissionen waren sowas wie Ministerien. Es gab Kommissionen für Krieg, für Justiz, für Äußeres, Arbeit und Handel und so weiter. Und also sie haben diese Kommissionen unterstützt bei der Bereitstellung von Lebensmitteln einerseits und auch beim Aufbau von Ambulanzen und auch beim Aufbau von Barrikaden. Zwischen April und Mai, damit man auch sieht, wie viele Leute da teilgenommen haben, hat diese Union 24 öffentliche Versammlungen abgehalten. Und bei diesen Versammlungen waren immer so bis zu 4.000 Arbeiterinnen anwesend. Die Union des Femmes hat in allen Bezirken von Paris Unterkomitees gebildet. Die hatten auch feste Öffnungszeiten und die haben halt Freiwillige registriert und eingeteilt zu arbeiten. So ist auch wirklich die Bezirksarbeit organisiert worden. Und die Nathalie Lemel hat zum Beispiel auch eine Revolutionsküche geführt, mit der sie auch Tausende von dem Hungertod bewahrt hat. Und ein wichtiger weiterer Arbeitsschwerpunkt, den ich euch nicht vorenthalten will, war die Organisation der Frauenarbeit. Die Union hat von diesem Zeitpunkt an auch die Produktion in den Werkstätten und den Fabriken organisiert, wo lebensnotwendige Güter hergestellt wurden, also beispielsweise Nahrungsmittel, Kleidung, militärische Ausrüstung. Es haben zum Beispiel 3.000 Frauen gearbeitet in der Herstellung von Patronen. Tausende haben Säcke für den Barrikadenbau produziert oder Militäruniformen genäht und so weiter. Und in diesen Unterkomitees in den Bezirken haben sich auch die Frauen einschreiben können mit ihren Berufsangaben und Berufserfahrungen und sind dann dementsprechend auch eingeteilt worden zu arbeiten, haben also zum Beispiel einen Arbeitsplatz vermittelt bekommen oder sind, wenn sie Heimarbeiterinnen waren, mit Aufträgen versorgt worden. Und auf diese Weise ist diese Union des Femmes auch zur größten Frauenorganisation der Pariser Kommune geworden. In dieser Organisation waren dann wirklich bald zigtausende Frauen organisiert. Und diese Union des Femmes kann sozusagen als Konkurrentin zum Widerstandskomitee von Montmartre verstanden werden, das ich ganz am Anfang erwähnt habe. In diesem Widerstandskomitee waren nämlich eher anarchistisch gesinnte oder bürgerlich gesinnte Frauen tätig. Und die Union hat sich scharf abgegrenzt von anarchistischen und bürgerlichen Frauenorganisationen. Jetzt müssen wir einen kurzen Schritt zurückgehen, um den weiteren Verlauf der Kommune nachzuvollziehen. Wie gesagt, hat die Nationalgarde am 18. März die Macht übernommen. Und der erste Schritt der Nationalgarde, die damals provisorisch mit allen Vollmachten ausgestattet wurde, war der Aufruf zu Wahlen, Wahlen zum Rat der Kommune. Am 26. März haben die dann stattgefunden. Bei diesen Wahlen waren nur Männer aktiv und passiv wahlberechtigt. Also es galt Männerwahlrecht, kein Frauenwahlrecht. Auch wenn, wie ich vorher schon skizziert habe, bei dieser Kulturföderation das Frauenwahlrecht im Kleinen sozusagen doch schon verwirklicht worden ist, aber auf der Ebene der Kommuneratwahlen hat es noch kein Frauenwahlrecht gegeben. Von den 86 Männern, die in den Rat gewählt wurden, waren 17 Internationalisten, also Mitglieder der Ersten Internationale. Die haben eine kleine Minderheit gebildet
Und von dieser Minderheit waren wiederum nur eine Minderheit Anhänger von Marx und Engels. Also die anderen waren von Proudhon beeinflusst oder vor allem auch von Bakunin. Nach der Wahl hat das Zentralkomitee der Nationalgarde dann auch die Macht diesem Kommunerat übergeben, ist aber daneben bestehen geblieben und hat sich auch die Entscheidungsmacht in militärischen Angelegenheiten beibehalten. Gewählt wurden Arbeiter und Angehörige des radikalen Kleinbürgertums. Also gewählt wurden so Leute wie Handwerker, Ladenbesitzer, Angestellte, Schriftsteller, Lehrer und so weiter. Unter den Gewählten war auch Gustave Courbet, den ich erwähnt habe, mit der Vendôme-Säule und Vendôme-Säule. Und Eugène Pottier zum Beispiel, das ist der Textdichter der Internationale, also die Internationale kennt ihr alle, die berühmte Hymne der internationalen Arbeiterbewegung. Aber auch der ungarische Sozialist Leo Frankl ist gewählt worden. Der hat dann auch die Kommission für Arbeit und Handel, also dieses Arbeitsministerium, geleitet, war damit auch sozusagen der erste Arbeitsminister eines Arbeiterstaates, wie ihn Viktor Adler genannt hat einmal. Und die beiden und Eugène Valeur, den ich auch schon einmal erwähnt habe. Und diese beiden, der Frankl und der Valeur, waren auch Mitglied der ersten Internationale und dadurch auch in ständigem Austausch mit Marx in London. Wegen der zunehmenden Feindseligkeiten aus Versailles und auch den immer deutlicher formulierten Forderungen aus den Arbeitervierteln haben aber schon in der ersten Ratssitzung von diesem Kommunerat 16 Mitglieder ihr Mandat niedergelegt, weil die waren nicht bereit, in einem Gremium zu arbeiten, das mehr leisten wollte als die gewöhnliche Arbeit eines Stadtrates. Also denen ist die Revolution zu weit gegangen. Da waren auch einfach bürgerliche Elemente noch dabei. Und dieser Rückzug und die Nachwahl dann zum Kommunerat am 16. April hat die sozialistische Perspektive in der Kommune gestärkt. Dieser Kommunerat, wie sie das jetzt dann irgendwie andeutungsweise schon rüberkommen ist, war sehr heterogen. Es hat sehr viele politische Strömungen gegeben. Mitglieder der ersten Internationale waren, wie gesagt, bildeten eine verschwindende Minorität. Und vorherrschend waren vor allem drei politische Strömungen. Einerseits die Neo-Jakobiner, das waren bürgerliche Demokraten und Blankisten und Proudhonisten. Wobei Neo-Jakobiner und Blankisten, das waren sozusagen die Mehrheit und die Proudhonisten waren die Minderheit. Und die Mehrheit hat den proletarischen Charakter der Revolution sozusagen übersehen. Die haben sich stattdessen konzentriert auf die Forderung nach politischer Autonomie, also nach einer Selbstständigkeit der Stadt Paris, der Kommune. Sie haben sozusagen die Tradition der bürgerlichen Revolutionen fortgesetzt und die ökonomische Umwälzung, die Enteignung war sozusagen nicht vorrangig oder überhaupt nicht das Ziel. Dafür haben sie besser die Notwendigkeit erkannt, dass man die Macht zentralisieren muss in einer Revolution und dass das auch notwendig ist, um die Feinde zu bekämpfen. Die Minderheit wiederum hat sich sozialökonomischen Reformen mehr gewidmet. Sie wollten halt ihr proudhonistisches Programm verwirklichen, aber sie waren ebenfalls legalistisch eingestellt. Also das heißt, sie haben auch das Ideal der Autonomie, der kommunalen Autonomie verfolgt. Sie haben sich aber gegen Maßnahmen zur entschiedenen Bekämpfung der Feinde der Kommune gewandt, also entgegen der Mehrheit. Sie waren zum Beispiel gegen ein Verbot der bürgerlichen Zeitungen. Also die Presse, muss man sich vorstellen, hat damals eine ungeheure mediale Hetzkampagne veranstaltet, in der beispielsweise auch das Zerrbild der Pétroleuse entstanden ist. Die Pétroleuse, das war sozusagen die Brandstifterin, also von Frauen ist ein wahnsinniges Bild entstanden. Da gibt es auch mehrere Karikaturen dazu. Und diese Minderheit hat sich halt trotzdem dagegen gewehrt, dass man solche feindlichen Bestrebungen irgendwie unterbindet. Durch die ungehinderte Flucht nach Versailles hat die Reaktion ihre Kräfte sammeln können. Thiers und Bismarck haben dann einen Deal geschlossen,
Der hat den Deutschen Elsass-Lothringen angeboten und im Gegenzug hat Bismarck tausende französische Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Die freigelassenen Soldaten haben dann die französischen Truppen verstärkt, um eben Paris zurückzuerobern. Das heißt, die ehemaligen Kriegsgegner, die Deutschen und die Franzosen, kämpften dann Hand in Hand gegen den gemeinsamen Feind, das aufständische Paris. Am 21. Mai, also die Rückeroberung hat schon sehr früh begonnen, aber am 21. Mai gelang dann wirklich der Vorstoß nach Paris und der Vernichtungsfeldzug hat dann bald seinen Höhepunkt erreicht. Nach wochenlangem schwerem Artilleriebeschuss waren die Befestigungsanlagen der Stadt Paris nicht mehr besetzt. Die Kämpfenden haben sich zurückgezogen in die Stadtviertel und haben sich dort verbarrikadiert und haben dort dann erbitterten Widerstand geleistet. Nämlich über eine Woche lang ging dieser Straßenkampf und dieser Barrikadenkampf und die heranrückende Armee hat Meter für Meter gekämpft, also Barrikade für Barrikade zurückerobert. Und auch die Frauen haben am Barrikadenkampf teilgenommen, Nathalie Lemel, Elisabeth Dmitrieff, Louise Michel und andere. Wo immer dann eine Stellung in Paris gefallen ist, traten Erschießungskommandos aus Versailles in Erscheinung. Die haben nahezu alle überlebenden Verteidiger und Verteidigerinnen unverzüglich hingerichtet. Am 29. Mai hat Adolphe Thiers die Ordnung, also erklärt, dass die Ordnung in Paris wiederhergestellt sei. Die Bilanz dieser sogenannten blutigen Maiwoche war insgesamt 30.000 bis 40.000 Tote, 50.000 Gefangene. Davon wurden viele zur Zwangsarbeit verpflichtet und in entfernte Häftlingskolonien geschickt. Im Zuge der späteren Kriegsgerichte wurden dann noch einmal 20.000 Kommunardinnen und Kommunarden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Und um euch da ein Beispiel zu geben, was das in Zahlen bedeutet, von 24.000 Arbeiterinnen und Arbeitern der Pariser Schuhindustrie sind 12.000 ermordet worden, verhaftet oder in die Emigration getrieben. Also die Hälfte der gesamten Arbeiterschaft der Schuhindustrie hat in irgendeiner Form die Reaktion zu spüren bekommen. Zu den Deportierten zählten auch Louise Michel und Nathalie Lemel. Beide sind in die Häftlingskolonie in Neukaledonien verschifft worden. Das ist eine zu Frankreich gehörende Inselgruppe im Südpazifik, die circa 1500 Kilometer von Australien entfernt liegt, westlich. Und diese Häftlingskolonie, in der war es halt tropisch heiß und überhaupt katastrophale Zustände. Diesen Zuständen sind auch wirklich viele in der Haft zum Opfer gefallen. Also da sind noch etliche gestorben. Und deshalb wurde diese Häftlingskolonie auch trockene Guillotine genannt. Louise Michel und Nathalie Lemel sind Jahre später dann nach Frankreich zurückgekehrt. Andere Kommunardinnen wie Paule Mink, André Leo und Elisabeth Dmitrieff gelang die Flucht in die Schweiz. Die bürgerlichen Zeitungen und die staatlichen Presseorgane, also die ganze Propagandamaschine der Bürgerlichen, hat schon während der Niederschlagung der Kommune, also schon bei der Ausrufung, aber vor allem verstärkt während der Niederschlagung und danach die antisozialistische Propaganda verschärft. In ganz Europa ist ein schreckliches Bild von Kommunardinnen und Kommunarden gezeichnet worden, als Vandalen, als Banditen, als Petrolösen, wie ich schon erzählt habe, als Mörder und so weiter. Auf der anderen Seite ist die Kommune ein Markstein in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung geblieben. Erst mit der zunehmenden Durchsetzung des Reformismus in den Sozialdemokratien ist das Gedenken an die Pariser Kommune ein bisschen in den Hintergrund getreten. Die Bolschewiki haben dann die Kommune wieder als Teil der eigenen Tradition betrachtet und der Lenin selbst soll am 73. Tag der russischen Revolution, die Pariser Kommune hat 72 Tage gedauert, soll der Lenin im Schnee getanzt haben, weil eben die Dauer der bolschewistischen Regierung jene der Kommune übertroffen hatte. Was sind die Lehren? Nach den konkreten Erfahrungen der Pariser Kommune hat der Marx und Engels die Staats- und Revolutionstheorie weiterentwickeln können.
Die Kommune hat sozusagen die Hauptmerkmale eines sozialistischen Arbeiterstaates vorweggenommen, aber auch die Hauptmerkmale künftiger proletarischer Revolutionen. 2 Tage nach der Niederwerfung der Pariser Kommune, Ende Mai 1871, hat der Karl Marx in einer Sitzung des Generalrats der Internationale seine Adresse "Der Bürgerkrieg in Frankreich" verlesen. Für Marx lieferte die Kommune sozusagen die praktische Bestätigung einer Schlussfolgerung, die er schon 1852 gezogen hat im 18. Brumaire des Louis Bonaparte, nämlich, dass das revolutionäre Proletariat die alte Staatsmaschine nicht einfach in Besitz nehmen kann, sondern sie zerbrechen muss, sie zerstören muss. Dieses Fazit stellt, so schreibt der Lenin dann auch in Staat und Revolution, die Hauptlehre des Marxismus von den Aufgaben des Proletariats in der Revolution gegenüber dem Staat dar. Und diese Lehre war auch so wesentlich, dass der Marx sie als einzige Korrektur am Kommunistischen Manifest angebracht hat. Die Bedeutung der Kommune besteht vor allem darin, dass sie eben den Versuch unternommen hat, den bürgerlichen Staatsapparat, den Beamtenapparat, den Gerichts-, den Kriegs-, den Polizeiapparat zu zertrümmern. Sie hat diesen Apparat ersetzt durch eine Selbstregierung, die die Trennung der Gewalten, also der gesetzgebenden und der vollziehenden Gewalt, nicht gekannt hat. Die Kommune war also eine nicht parlamentarische Einrichtung. Sie hat gezeigt, dass die bürgerliche Demokratie, die ja sozusagen so funktioniert, dass die unterdrückte Klasse einmal im Laufe mehrerer Jahre die Möglichkeit erhält oder das Recht erhält, zu entscheiden, welcher Abgeordnete, wie das der Marx dann auch sagt, der besitzenden Klassen das Volk im Parlament fair und zertreten soll. Also diese bürgerliche Demokratie wurde ersetzt und kann ersetzt werden, das zeigt die Pariser Kommune, durch eine Selbstregierung der Arbeiterklasse. Warum ist die Kommune gescheitert? Der Marx hat einige Monate vor der Ausrufung der Kommune im Herbst 1870 die Pariser Arbeiterschaft gewarnt vor einem verfrühten Umsturz. Er hat gesagt, dass der Versuch, die Regierung zu stürzen, eine verzweifelte Torheit wäre. Im März 1871 wurde der Arbeiterschaft aber der Entscheidungskampf aufgezwungen. Also sie hatten keine Wahl. Da ist ein Machtvakuum entstanden, das zu ergreifen die einzige Möglichkeit war. Und sie haben diesen Entscheidungskampf auch aufgenommen. Den Kämpferinnen und Kämpfern kann man also nicht vorwerfen, dass es an Mut gemangelt hat. Aber was ihnen fehlte, das war Klarheit in der Methode und eine zentralisierte führende Organisation. Deshalb wurden sie besiegt, das schreibt dann auch Trotzki später. Mangels vorheriger Organisation ist diesen Menschen quasi eine Rolle zugefallen, die ihre Kräfte einfach überstiegen hat. Die mangelnde Vorbereitung war geschuldet in erster Linie der theoretischen Unklarheit und der politischen Perspektivlosigkeit unter den sozialistischen Gruppen. Also das hat auch ein geschlossenes, einheitliches Vorgehen einfach verhindert, das angesichts der Aufrichtung einer proletarischen Macht erforderlich gewesen wäre. Wenn also so ein Umsturz, wenn eine Revolution tatsächlich gelingen soll, dann müssen das Proletariat und die ihm nahestehenden Gruppen frühzeitig durch eine Partei organisiert werden, die einen Plan haben muss, also ein Programm haben muss. Und im Augenblick des Ausbruchs, also der Revolution, müssen die Vertreter dieser Partei auch Mehrheiten in der Bewegung gewinnen. Das müssen also Männer und Frauen sein, die eine gewisse Verankerung in der Arbeiterklasse haben, die sich ihres revolutionären Auftrags bewusst sind und auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für Schritte, von denen man noch nicht weiß, wohin sie dann wirklich führen. Ja. Das heißt, Persönlichkeiten, die bestimmte revolutionäre Aufgaben fest anpacken. Die Partei darf den Arbeiterinnen und Arbeitern jedenfalls kein unverständliches, kein fantastisches Programm vorlegen oder aufzwingen im schlimmsten Fall, sondern muss ihnen ein Programm vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sich die Arbeiterregierung die Interessen der Massen zu eigen gemacht hat. Also ein Programm, in dem die Massen sofort die Gedanken, die Wünsche, die Bestrebungen wiedererkennen können, die sie selbst haben, aber halt in klarerer, in konzentrierterer Form, in systematischerer Form. Dieses Programm muss
an den realen Bedürfnissen anknüpfen, sie muss konkrete Probleme lösen und sie muss die Brücke schlagen, es muss die Brücke schlagen zum Sozialismus. Was es natürlich für eine erfolgreiche Revolution braucht, ist eine Massenbewegung. Trotzki hat einmal diese schöne Metapher verwendet, ich zitiere das kurz: Ohne eine leitende Organisation würde die Energie der Massen verfliegen wie Dampf, der nicht in einem Kolbenzylinder eingeschlossen ist. Die Bewegung erzeugt indes weder der Zylinder noch der Kolben, sondern der Dampf. Kurz, ohne eine Massenbewegung gibt es keine Revolution, aber ohne Organisation gibt es keine erfolgreiche Revolution. Es braucht einfach beides. Es braucht den Dampf und es braucht die Maschine. Der schwerwiegendste Fehler der Kommune war, dass sie das Privateigentum der Großbanken und Versicherungsgesellschaften nicht in Frage gestellt hat. Damit hat die Kommune es verabsäumt, den Dreh- und Angelpunkt des Kapitals sozusagen unter ihre Kontrolle zu bringen, nämlich die Banque de France. Was hätte da getan werden können? Die Bank hätte besetzt werden können, die Finanztransaktionen zugunsten Versailles unterbunden werden können und die Geldmittel hätten für die Kommune genutzt werden sollen. Die Kommune hat das alles unterlassen, insofern hat die Bank auch innerhalb von 2 Monaten fast 260 Millionen Francs für den Kampf gegen die Kommune ausgeben können, also an die Regierung Thiers, während die Kommune nach 10 Verhandlungen nur 16 Millionen Francs von der Bank erhalten hat. Außerdem hat quasi die Nationalgarde, nachdem die Kommune ausgerufen worden ist, keine Offensive gegen Versailles gestartet. Die Feinde der Kommune konnten, wie erwähnt, eben ungehindert nach Versailles fliehen. Man hätte in diesem Augenblick aber alle Minister, Thiers selbst, die Regierung verhaften können. Das hat man unterlassen. Die Kommune hat uns insofern die verhängnisvolle Neigung gezeigt, die bei solchen Bewegungen häufig vorkommen, nämlich nach dem ersten Erfolg Halt zu machen und damit den Feinden die Möglichkeit zu geben, ihre Kräfte wieder zu sammeln. Dass der Zeitpunkt für eine Offensive auf Versailles versäumt worden ist, das hat auch der Engels kritisiert, schon Anfang April 1871. Und Engels war ja bekanntlich ein Militärtheoretiker und Experte auf diesem Gebiet. Und tatsächlich war es auch so in der Kommune, dass die militantesten Teile der Nationalgarde gefordert haben, einen Marsch auf Versailles und dass man quasi die Regierung verhaftet und sich die Macht auch dadurch sichert. Andere wollten aber den Kampf noch einmal aufnehmen gegen die Deutschen und wieder andere haben gefordert, dass man überhaupt keinen Krieg mehr führen soll. Und es gab also im Kommunerat wieder einmal keine Einheit und Klarheit und genauso wenig in der Nationalgarde. Ich komme gleich zum Schluss noch einen Punkt, der vielleicht auch noch relevant war. Die Kommune ist nämlich nicht nur zaghaft vorgegangen gegen die äußeren Feinde, also gegen Versailles, sondern auch gegen die inneren Feinde. In Paris selbst waren ja auch immer noch, wie gesagt, Bürgerliche am Werk, die ungehindert ihre antisozialistische Propaganda haben verbreiten können. Die bürgerlichen Zeitungen konnten bis Ende April, Anfang Mai ungestört publizieren und hat die Kommune heftig angegriffen, Lügengeschichten entworfen und so weiter. Und da kam es natürlich auch zu Reibereien innerhalb der Kommune. Die André Leo, das war ebenfalls Mitglied der Ersten Internationale, aber hat dem anarchistischen Flügel angehört. Die hat beispielsweise gegen das Verbot der bürgerlichen Zeitungen dann protestiert, weil sie der Meinung war, dass der Zweck niemals die Mittel heiligt und dass die Pressefreiheit unverhandelbar ist. Marxistinnen und Marxisten behaupten dagegen nicht, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Das wäre sehr abstrakt und inhaltsleer. Aber wir müssen halt festhalten, von wem geht die eigentliche Gewalt aus? Wer hat unzählige Menschenleben auf dem Gewissen? Und dann müssen wir fragen, welche Mittel sind im konkreten Fall nötig, um den Kampf gegen die herrschende Klasse aufzunehmen und auch die herrschende Klasse zu besiegen. Die Kommune hat also zum ersten Mal die Antwort auf die Frage gegeben, wodurch die arbeitenden Menschen den bürgerlichen Staat ersetzen können. Sie ist deshalb auch bis heute beispielgebend für einen künftigen Arbeiterstaat
Und Marx und Engels haben nach der Niederschlagung der Kommune ihr Augenmerk auf die Notwendigkeit der Schaffung selbstständiger Arbeiterparteien, also vom bürgerlichen Einfluss unabhängiger Arbeiterparteien gelegt, damit dieser Arbeiterinnenstaat auch irgendwann Wirklichkeit würde. In einem Beschluss, mit dem möchte ich schließen, heißt es, dass die Konstituierung der Arbeiterklasse als politische Partei unerlässlich ist für den Triumph der sozialen Revolution und ihres Endziels Abschaffung der Klassen.